Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Warum ich flüster? Keine Ahnung. Wir haben in der letzten Folge die Anvil Station betreten, die voll mit Raidern war. Von der falschen Seite, die Meister verschlossen war. Und wir haben von einem Roboter die ganze Zeit auf die Fresse bekommen. Und jetzt tun wir einfach nur so, weil wir es können, die letzten Raider hier noch kaputt hauen. Hier rumlatschen. Da drinne. Plastikkabel, was soll ich damit? So, ich habe mir jetzt notiert den Code und den kleinen Timmy. Also ja, kommen wir jetzt hier raus, ohne dass ich mir Gedanken machen muss. Das Jet würde dich nervös machen. Ja, wussten ja. Ich schätze, sie hatte recht. Gegner. Ich höre dich die ganze Zeit. Bin die ganze Zeit am Schleichen, die hören mich trotzdem. Dabei ist meine Agilität gar nicht mal so niedrig. Und das ist sogar verschlossen. Meine Güte, hier kann man gar nicht rein. Oh. Man muss sich aber vorstellen, nicht jeder tut ja Schlösser knacken und so leveln, ne? Fähigkeit nehmen. Erst an einigen Orten könnte man ja gar nicht hinkommen. Ja. Ich mach mal ganz schnell fertig. Hey! Oh. War kein kritischer Treffer? Der hat mich doch gar nicht gesehen. Boah. Boah, noch ein legendärer. Das ist schon der dritte legendäre Raider hier. Glaube ich. Ich weiß auch, was ich als nächstes leveln werde. Mein Level up. Und zwar muss ich Intelligenz wieder hochleveln. Damit ich mir eine gute Fähigkeit holen kann. Und zwar eine Fähigkeit, mit der ich mehr Strahlungswaffenschaden mache. Und mit meinen Fusionskern länger auskommen werde. Weil das ist das, was mich eigentlich noch davon abhält, meinen Fusionskern zu benutzen. Weil wenn ich den Effekt habe, dann. Und ich dann auf jeden Fall, dann kann ich doppelt so lange mit einer Power-Rüstung rumlaufen. Also ich ziehe aus jedem Fusionskern, den ich habe, das Maximum raus. So viel dazu. Weil dafür müsste ich erstmal wieder verdammt nochmal Intelligenz hochstellen, was ich schon auf 8 habe. Aber ist auch gut, weil dann kriege ich wieder mehr Erfahrungspunkte und ich kriege die einfach. Ja, seht ihr den Schaden? Den ist noch mal ein bisschen erhöht. Genauso. 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 Wird irgendwie genial, dass sie einfach nur da rumsteht und nichts macht. In die Kabos. Also Ada. So, ich würde am liebsten noch am Ende des Parts. Ich am Ende des Parts, aber Ende der Aufnahme zwischen heute meinen eigenen Roboter noch bauen. Oh Gott. Na, schon wieder alles. Wer hätte ich denn eingeladen? Niemand will dich. Tschüss. Niemand liebt Bill aus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, 40 nur noch. Was? Verpiss dich. Was ist das? Brams. Nein, du lebst immer noch. Schauen Sie auf Taumel, mein Treffer. Aber niemand hat diesen Code, ehrlich. Ist ja doch so ein blöder Legendärer kommt, ne? Oh, du bist ja auch noch da. Ganz vergessen. Lieber zurück. Warte mal. Hier. Ehrlich? Oh Mann. Noch ein Gegner, den muss ich töten. Alter, hält der viel aus, ne?
Alter, hält der viel aus. Irgendwie von da? Ja, natürlich. Ah, probieren wir mal. Müsste es ja eigentlich. Irgendwann schießt er mit Raketen. Nein, das ist nicht allein. Level 7. Alter, was ist das? Bin so intelligent für dich, ne? Das ist ja nicht wahr. Bis er das zum Frühstück. Ja, ich habe so das Gefühl, die Schwierigkeit einiger Gegner wurde irgendwie hochgestuft mit dem DLC. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Level oder mit dem DLC zu tun hat. Weil Level 50 ist, weiß ich nicht, schon so ein relativ hohes Level. Man kommt ab Level 50 eine Trophäe. Und danach nicht mehr, also. Das ist, nehme ich mal an, so ein Level, das man erreicht. Und ab dem nichts Neues mehr kommen sollte, nehme ich mal an. Eine Vault-Tech Lunchbox. Ich versuche jetzt irgendwie den Sinn herauszufinden, von dem, was ich gerade gesagt habe. Also solange nicht noch irgendwie noch höher levelige Gegner auftauchen, in Fallout 3 Supermutanten Überlords. Oh. Ghoul, Feral Ghoul Reapers oder so. Die stärksten Ghoule, die irgendwie blödes schwarzes Zeug auf einen werfen. Noch mehr Lunchbox. Oh, du bist ein iBot. Augenbot-Modell, cool. Oh, ich muss alle Modelle haben. Immer alle schnappen. Ich finde halt schade, dass ich die nicht in meinen Wackelpuppenständer reinpacken kann. Ständer. Da ist ja noch ein Gegner. Da oben, okay. Bitte werfen Sie da auf, wenn Sie sich dafür vorgesehen haben. Ach, wart. Sag's doch nur so. Oh, da ist eine Falle, sehe ich gerade. Ja, ich habe meine Falle gesehen. Was sollst du aktivieren? Nix. Sollte die explodieren, oder wie? Was willst du denn? Plan? Wurf? Wurf? Jetzt gegen die Kiste. Verdammt. Das wäre gut gewesen. Will ich mir jetzt eigentlich eine Belohnung oder so abholen von irgendwo? Nee, ne? Nein, die wollte ich nicht mitnehmen. Aber ich habe ja einen Zettel gelesen und da stand irgendwie, ich darf alles behalten, manch Plünder. Verwirrt mich sowieso irgendwie diese Notiz. Das sind Raider, die Sachen von anderen Leuten geklaut haben. Als Belohnung, dass ich die erledige, darf ich deren Sachen behalten, die sie geklaut haben. Okay. Statt irgendwie wiederzugeben oder was weiß ich. Was soll man denn sonst damit machen? Geschafft. Fans, ich darf's behalten. Ja. Ja. Gut. Wir sind aber hier schon fertig. Ich habe immer noch das Gefühl, ich kann irgendwie so ganz so Comic-Sachen kann ich irgendwie jemanden geben. Ich laufe immer noch mit den Silver-Short-Klamotten rum. Ich kann die nicht aus meinem Inventar rausnehmen, das ist ein bisschen nervig. Ich meine, an. Vor allem, die werden auch als Questgegenstände bezeichnet.
Deswegen kann ich sie ja nicht ablegen. Also irgendwo ist bestimmt irgend so ein Nerd, der die ganzen Comics und so haben will, die ganzen verbrannten Comics oder so, nehme ich an. Deswegen nehme ich die auch mit, die werden auch unter Diverses gelagert. Also alle so Sachen, die sind so verdächtig. Die sind ein Kronkorken, glaube ich, wert, aber ich verkaufe die noch nicht. Ich will natürlich so lange lagern, bis ich irgendwie vielleicht jemanden finde, der die gebrauchen kann. Aber kann man von der anderen Seite nicht irgendwo runter? Auf, auf. Boah, du fettes Ding, du. Konnte man von der Seite nicht auch noch irgendwo rauf? War ja noch gar nicht, anscheinend. Jetzt wäre das Radio schon aus. Nee, war ich noch nicht. Interessanto. Stepboy und Kronkorken und Haarklammern. Ich frage mich auch, wann der Überlebensmodus nochmal gepatcht wird. Also war ja auch irgendwie sowas. Der Überlebensmodus soll irgendwie nochmal überarbeitet werden. Und irgendwie so an Fallout New Vegas anlehnen. Oder wird ein Spaß. Dann müsste ich nämlich noch essen und trinken. Und mich vor Krankheiten schützen und all sowas. Ja, das wird nervig. Aber ich bin doch keine Pussy. Ich tue ihn natürlich noch anlassen im Überlebensmodus. Komm mal, was wolle. Naja. Vielleicht lag das daran, dass ich New Vegas nicht so gern gespielt habe. Weiß ich gar nicht. Da habe ich nämlich auch natürlich volle Möhre, höchster Schwierigkeitsgrad und Überlebensmodus. Da ist der höchste Schwierigkeitsgrad nämlich sehr schwer und Überlebensmodus war etwas, was man am Anfang auswählen konnte. Und ich glaube auch im Spiel ein- und ausschalten konnte. Und ja, waren sozusagen zwei Dinger, die man gleichzeitig aktivieren musste. Guck mal, ob das so wird. Okay. Aber bis jetzt schlage ich mich noch gut. Ich meine, ich verreck oft bei fast jeder Begegnung, aber ich werde langsam, aber sicher immer stärker. Und es wird auch langsam, aber sicher einfacher mit einigen Gegnern. Ein anderes Projekt hier, Tales of Systeria, spiele ich ja auch auf zwei Schwierigkeitsgrade höher als empfohlen. Also normal, dann ist einmal höher und dann einmal schwer oder irgendwie sowas war das. Ja, normal, mittel und schwer, irgendwie sowas. Und ich spiele auch schwer. Und hin und wieder kam es zu Zeiten, wo ich den Schwierigkeitsgrad runterstellen musste. Aber nur wenn ich irgendwie, bin so ein kleiner Perfektionist, was solche Spiele angeht. Und bei mir muss jeder Charakter mal alle Erfahrungspunkte haben. Das heißt, kein Charakter darf im Kampf verrecken. Und manchmal habe ich gegen Bosse gekämpft und nicht jeder hat überlebt, dann habe ich den Kampf nochmal gemacht. Nur auf einem kleineren Schwierigkeitsgrad, damit alle überleben. Und ja, so ungefähr lief das da. Aber hier habe ich bis jetzt noch kein einziges Mal einen Schwierigkeitsgrad runtergestellt. Ich habe da bis jetzt von Part 1 bis 182, ist das jetzt, komplett durchgezogen. Ja. Da ist noch einer. Scheiße, was war das? Oh, Scheiße, nein. Ich bin den Schwierigkeitsgrad ja schon gewohnt. Fallout 3. Hm. Also jetzt ein Ding zu einzusetzen, ist zwar Verschwendung, aber was soll's. Aber ich muss auch sagen, Fallout 4 ist schwieriger. Wegen den legendären Gegner. Oder? Ist Fallout 3 schwieriger? Oder sieht aus, als könnte man sich hier voll geile Basis bauen.
Obwohl Fallout 3 war potenziell eigentlich schwieriger. Mit den ganzen Gegnern, die mit dem DLCs noch hinzugefügt worden sind. In dem Broken Steel DLC, welches nach der Story weiterging. Ne, warte mal, wie hat. Ich habe nie die Originalversion von Fallout 3 gespielt. Ich hatte, als ich mir das Spiel geholt habe, direkt die Game of the Year Edition geholt. Deswegen kenne ich das Spiel nicht so. Oh Gott. Oh Gott, was zum Teufel war das? Oh, der Kopf da. Schon gleich wieder ein Level. Hälfte der Level. Also ja, ich kenne die Standardversion von Fallout 3 nicht. Ich kenne nur die Game of the Year Edition. Und deswegen weiß ich nicht, wie das Spiel normal ist. Aber ich glaube, das war so. Das Spiel ging nur bis Level 20. Also man konnte nur bis Level 20 leveln. Oh Gott, du greifst mich an. Und mit dem Broken Steel DLC, welches nach der Story weiterging, konnte man bis Level 30 leveln. Und mit diesem neuen Level Cap wurden dann auch neue Gegner hinzugefügt. Auch diese, die dann auch, nehme ich mal an, so auf Level 30 sind ungefähr. Diese hatten es in sich. Ah, du blöder Sack, ich bin schon wieder. Du schießt mit dem Institut-Dingen auf mich. Oh. Oh Gott, irgendwas macht mir Schaden. So, mir ist eine Sache aufgefallen. Wenn man zwei Stimpaks einsetzt. Weiß er nicht, ich tue ein Stimpack ja einsetzen. Und dann tut sich langsam meine AP ja regenerieren. Und ich glaube, wenn ich zwei Stimpacks einsetze, dann verdoppelt sich meine Heilungsrate, was ja irgendwie Sinn macht, ne? Also ja, das muss ich öfter machen. So. So, haben wir ja wohl die meisten erledigt, oder? Nur eine geile Basis, schade, dass hier keine Basis ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier eine Basis ist. Oder ist hier eine Basis? Guck mal, was passiert, wenn ich alle erledige. Und hier ist ja immer noch ein legendärer Gegner. Der voll viel aushält. So, komm her. Hoffentlich gibt es ja neue Waffen auch. Ja, auch mal was. Schon auch irgendwann. Wenn ich in dem DLC, dann in den anderen. Ja, schon gespannt, was das nächste DLC sein wird. Da kommt schon im April raus. Ganz schön schnell. Oh, echt? Schon sei gestunt. Wie viele Waffen habe ich jetzt schon gegen die benutzt, ne? Oh! Das ist gut. Charisma und Intelligenz, das ist sehr gut. Weil ich habe, glaube ich, in meiner Basis einmal eine Waffe, einmal ein... Verdammt nochmal, ja. Ein, Hey. Habe ich irgendetwas, was, na, Charisma und Intelligenz gibt. Und... Warum wiegt denn so viel? Ich
Und ich habe vor, von jedem Ausrüstungsgegenstand irgendwie einen zu haben, also Kopf, Fuß und also was. Und jedes davon soll haben den Effekt Charisma und Intelligenz plus 1, weil dann habe ich wieder, weil wenn ich dann 5 Teile habe, ne, dann kann ich insgesamt 5-mal Charisma und Intelligenz Bonus bekommen. Das könnte ich mir vorstellen, ist bei Erfahrung sammeln und beim Verkaufen sehr nützlich. Jetzt habe ich schon 2, das ist so gut. Wofür den Kopf brauche ich eigentlich nichts? Ich habe ja dann schon Dingens. Ich habe ja so eine Perücke oder sowas. Sonnenbrille. Also kann man Cool. Charisma und sowas auch noch aufpushen. Ja, nicht schlecht, sowas zu haben. Ich kann mir vorstellen, wenn ich noch ein paar hundert Parts hier von hochlade, ich auf jeden Fall, weil ich nicht, einen sehr extrem starken Charakter habe irgendwann, der alles hat im Spiel. Ja, da brauche ich jetzt nicht mehr. So, mal kurz gucken. Ich dachte, ja, komm schon, das ist so perfekt für eine Dingens, ne, für eine Siedlung. Aber tun die mir mal sagen, was ich suchen soll hier, so Farben und so. Oder andere Sachen, wo du Sachen anbauen kannst. Hier ist doch gut geschützt. Guck dich das mal an, das ist voll die Festung hier. Also da unten noch so ein Tunnel. Und die Tür war auch voll fest verschlossen hier zum Keller. Wenn ich nicht aufgetaucht wäre. Hallo, da ist voll die Festung hier. Hier wäre niemand reingekommen. Oh nein. Oh, Gamma-Patronen, sehr gut. Ja, hier sind wir fertig. Hier ist ein Generator auch noch, glaube ich. Eine Werkbank. Hier könnte ich mir eine Basis bauen. Oh nein. So, mal alles hier. So, ich habe alles vernichtet, ich bin zufrieden. So, Ada, wo bist du? Ich möchte mal mit dir reden und die Story ein bisschen vorantreiben. Ach nee, ich muss jetzt wieder nach Hause, ne? Ja, Teil hier einbauen. Reden mit Ada. Okay. Wahrscheinlich werde ich meine Aufnahmesession beenden. Hier nach. Mal gucken. Hab 6 Parts, glaube ich, aufgenommen. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, ja. Bringen wir die Mission auf den neuesten Stand. Dann gucken wir mal. Soll ich mal wieder gucken, ob ich irgendwie. Oh, leck mich. Da mache ich auf jeden Fall offscreen gleich. Hey. Hier, Ada. Ein leicht verbeulter, aber voll einsatzfähiger Radarpeilsender. Keine Angst, das wird schon klappen. Das hoffe ich doch sehr. Ich starte meine Entschlüsselungssubroutine, aber das könnte eine Weile dauern. In der Zwischenzeit habe ich ein weiteres Signal eines Robohirn-Peilsenders geortet. Das sollte der letzte sein, den Sie beschaffen müssen. Hey, gut gemacht, Ada. Danke. Falls meine Berechnung stimmt, kommt das Signal von... Oh, das ist nicht gut. Position bestätigt. Das Robohirn befindet sich bei der Satellitenstation Fort Hagen und damit in den Händen der Rust Devils. Wer oder was sind die Rust Devils? Lassen Sie es mich erklären. Meine alte Karawane ist Ihnen begegnet, während wir den Fluss in die Stadt überquert haben. Die Rust Devils sind ein Haufen ruchloser Raider, die Roboter für ihre üblen Zwecke missbrauchen.
Sie durchkämmen das Commonwealth nach uns Robotern. Was sie nicht fangen und umprogrammieren können, zerlegen sie in Einzelteile. Mir ist klar, dass sie für mich eine größere Gefahr sind als für sie. Ich wollte sie nur informieren. Nun, da das geklärt ist, ungeachtet dessen, was vor uns liegt, kann ich unterwegs problemlos weiter das Signal entschlüsseln. Sollen wir also aufbrechen? Ja, gut. Satellitenstation Forthagen. Gut, dann beende ich aber den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge auf Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.